Kevin, Motherfluffers allein zu Haus. Wir waren auf Reise und da Mario und Luigi nicht so gerne Auto fahren, durften sie das Haus bewachen. Aber ich kenne meine zwei kleinen Flachhirnis zu gut, die haben nur Blödsinn im Kopf. Daher musste ich mir was überlegen. Plan A, ein Tobi-Dubel, das aufpasst und böse guckt. Ausdrucken, zack, an die Wand kleben. Da denken die beiden die ganze Zeit, ich bin da, obwohl ich gar nicht da bin. Intelligenzmodus 9000 aktiviert. Na gut, sieht irgendwie komisch aus und ich selbst habe mich dreimal erschrocken. Okay, Plan B. Ich brauche eine Kamera und zwar habe ich die Ring-Stick-Up-Cam. Die kann sich hin und her bewegen und von überall schauen, was die kleinen Gangster so treiben. Hier zum Beispiel beim Mampfen, gecheckt, Wohnung steht noch und nix brennt. Und ultra praktisch ist einfach, dass wenn etwas passiert, ich eine Benachrichtigung direkt aufs Handy bekomme. So konnte ich im Urlaub entspannt mit Zelda spazieren gehen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, die Wohnung steht noch. Es gab nur eine kleine Hausparty mit den Nachbarskatzen, aber wenn man sturmfreie Bude hat, ist das mal okay.